Was geht ab, Traddies? Ey, wir mussten gerade noch Insta-Stories posten. Und wir so kleine Ding. Und Uzi und Ego waren natürlich zu spät, Traddies, ja? Ihr seht ja, Ego ist im Anzug, aber es hat auch einen besonderen Anlass. Weil er möchte heute einer Frau bei Rappler Rue die Liebe gestehen. Das machen wir auch noch. Und erstmal hallo, Traddies, was geht ab? Jungs, wollt ihr nicht mal hallo sagen? Was geht, was geht? Was geht ab, Traddies? Lange nicht mehr gesehen. Ich bin immer auf der Seite des Chats. Wallah, ihr seid die besten Traddies. Lang lebe der Chat. Lass uns ein bisschen über Rappler Rue reden. Also wir, ich rede von uns als Team, wir sind ja jetzt kurz vor der vierten Runde. So, wie hat es sich für dich angefühlt, nach Runde 2 raus zu sein, Cousin? Also ist jetzt komplett egal. Ist jetzt, sagen. Ja, kannst erzählen. Oder so, aber war trotzdem wild wegen dem Urlaub. Du wärst ja fast erste Runde sogar rausgekommen. Ja, deswegen war für mich ja eh egal, da eine Runde noch wenigstens so kurz mit Dings. Ja. Aber Bruder, ich sag dir auch ehrlich, diese Staffel ist auch, ich war zufriedener, weil die Künstler waren noch geisteskrank. Dieses ja? Jahr. Ja, Bruder. Wer war der schlechteste Künstler für dich dieses Jahr? Von ganzen Dings? Den man bis jetzt kennt. Kitana war ganz tot. War ganz tot. Wer ist das? Das war diese Dings. Fahrkartenkontrolleur. Die Randall einfach aus. Guck mal, da gab es einen Randall, der hat nicht gesnitcht. Ja. Yeah. Hättest du gesnitcht, Uzi? Ah, aber Wallah, Wahrheit. Wallah, in dieser Klasse hätte ich gesnitcht. Hättest du gesnitcht? Ja, aber ich glaube, in meiner Klasse hätte ich nicht. Wen hättest du gesnitcht? Serko hat zuvor gesagt, ja? Aber wo Kamera. Hab ich mein Bruder, eine Frage. Die Leute im Internet, die sagen immer, ah, Snitch und dies und das. Mhm. Wenn man jetzt Uno spielt, ich spiele zu dritt Uno, ich habe 4 Ziehen, soll ich nicht werfen, damit ich ihn nicht. Das ist ein gutes Argument. Mein Bruder, das ist ein Spiel und wir wollen, jeder will am weitesten kommen. Und wenn ich einen Joker habe, dann werfe ich diesen Joker. Aber ist doch klar. Nicht, und theoretisch. Ja, aber die Leute, natürlich muss man nicht. Ja. Aber ich muss meine 4 ziehen auch. Irgendwann muss ich es werfen, hast du recht. Aber ich sag dir trotzdem, man will doch so weit kommen wie möglich. Die Leute, die ins Internet gehen und sagen, ich hätte nicht gesnitcht und so, das sind die, darf ich hier beleidigen eigentlich? Natürlich kannst du. Das sind die größten. Die machen einen auf, hey, ich hätte das nicht gemacht, ich bin ein Ehrenmann. Das sind die Ersten, die gegangen wären und gesagt hätten, ich hole mir eine 1 von dem, ich habe eine 5. Fallt nicht auf diese 0815 Charaktere rein. Krank. Also Dreddies, alles, was ihr hier an Leaks bekommt, ist natürlich Fake Leaks. So, ob Uzi jetzt rausgeschmissen worden ist in der zweiten Runde, das werdet ihr sehen in der zweiten Runde. Das ist mein, guck rein. Wille. Krank, Alter. Krank. Wer war für dich der schlechteste Kandidat, Ego? Der schlechteste? Ja. Machen wir mal klassenbezogen. Wer war in deiner Klasse für dich der schlechteste? Wer war in deiner Klasse für dich der schlechteste? Boah, das ist eine unangenehme Frage, ja? Ich weiß schon meinen. Okay, dann sag bitte als erstes. Du hattest die Straßenrap-Klasse. Ja, wer war bei dir der schlechteste? Der schlechteste? Mhm. War, auch wenn der immer, ich sehe, dass er voll am Supporten ist bei mir und so. Ist vielleicht ein cooler Typ, vielleicht ein korrekter, aber Musik ist nichts für ihn. Das ist der Govier. Govier ist richtig ausgesprochen. Ja, das ist der Randall, genau. Ja, das war der Randall. Also der hat nichts mit Musik zu tun. Wenn du mich fragst, er hat nichts mit Musik zu tun. Sollte vielleicht bei der Feuerwehr arbeiten oder so. Ja, es ist ein ehrenamtlicher Beruf. Ja. Ich finde Govier wild eigentlich. Was? Ich finde Govier wild, ich bin Govier-Fan. jetzt meine Klasse. Ja, erzähl. Boah, das ist jetzt unkorrekt. Ja, komm, Bruder. Oh, doch. Ja. Wie heißt der Leo gesnitcht hat? Ja, Bruder, es ist jetzt Eier, Cousin. Das ist ja ein Kampf. Nein, ernst jetzt, von Song. Sympathie. Ernst. Das ist Sympathie, Cousin. Ich fand, da gab es noch schlechtere. Ah, nein, von Song? Ja. Ernst? Ja, von Song, ernst. Okay. Du hast mir das doch schon 6 Mal gesagt. Wenn du richtig schlecht fandest, wurde mir auch heute gesagt, ey, Bruder, der und so. Wer? Ja, wo du es mir gesagt hast. Wo, meinst du, wo ich gesagt habe, Finesse? Nein, Spaß, war naja. Wen hab ich denn gesagt, Bruder? Was? Wo du mir gesagt hast, Ding. Der eine ist Baba und so, aber Ding und so ist naja und so. Sag doch einfach, Bruder. Sag doch einfach ehrlich, Bruder. Das ist doch deine ehrliche Meinung, ist doch nicht schlimm. Auf was hast du es verstecken, ja? Seht ihr? Seht ihr, Leute? Das ist schlimm. Wen hab ich gesagt? Ich weiß nicht. Nein, von meiner Klasse ernst jetzt. Ja. Musik, gab es einen Brü, der hat Zahnfleischbluten bekommen während der Performance. Wer war das? Ich weiß nicht, Bruder. Da gab es einen Brü, der hat. Hast du nicht gesehen die Performance? Nee. Warte, Chat weiß. Wie heißt der Brü mit Zahnfleischbluten? Emo? Ja, guck.
Den fandest du nicht? Das war vielleicht nicht so seine Klasse. Cocktailsoße. Wo war die Cocktailsoße? Die Cocktailsoße, ah, der alte Schrimp. Ja. Ich hab gehört, du bist der. War auch miserabel, oder? Du bist der Vier-Bildmeister. Nein, Bruder, ich hab das auch gehört, Mann. Walla, J.U. sagt mir, Uzi ist ich der. Ich habe diese vier Bilder gesehen, ich habe geweint. Okay, sag Walla, du hast sie nicht gemacht. Walla, ich hab, also, erste Staffel habe ich sie gemacht? Nein, nein, jetzt zweite Staffel. Nein, ich hab damit zu tun, aber ich habe sie. Ey! Walla, ich hab's nicht gemacht. Ich hab gesagt, Leute, du weißt doch, aber in der ersten Staffel, ne? Ich hab gesagt, wenn ihr schlau seid, macht ihr das auch in zweite Staffel. Und Bruder, es gibt nur einen, der das. Okay, Bruder, kann. Du musst mir eine Sache erklären. Ja. Da gab es so ein Bild zum Beispiel von Yavuz. Da war Nivea-Creme, viel Geld, Lunge und einfach so ein Opa, der spazieren gegangen ist. Was hast du damit gemeint? Bruder, ich wusste nicht mal, dass es Yavuz ist. Das Einzige, was mir gezeigt hat, dass es Yavuz ist, war diese Geld. Okay, ey, Ego, ist eine Frage an dich, Bruder. Du hast einmal vier gewinnt in deiner Story. Vier das dieses ist auf Rätsel. Mein Mist gewachsen. Das ist auf dein Mist das gewachsen. Das ist auf mein Dalko, ich sag ey, ich mal. Hab's gestern geleakt, um was es geht, gell? Weil er, ja, krank. Ich hab aber gestern das geleakt, dass es um Berdo seine Behinderung geht. Warum seid ihr so, ja? Nein, das stimmt nicht. Berdo. Das stimmt nicht. Berdo, das ist Fitna. Das stimmt nicht. Das ist Fitna. Also ihr wart hat 18. Doch, stimmt. Bei Allah stimmt. Vier gewinnt, war auf Berdo die Person, bezogen. Die diese vier Bilder gemacht hat, ja. Hat mich gefragt. Ja. Ey Bruder, ich will den und den machen, was kann man sagen? Ich hab dann gesagt, boah, sag ihn, weil da kann man das machen. Das ist eigentlich Wahrheit, ist auf meinen Mist gewachsen. Aber da waren noch drei, vier Bilder, ich konnte damit gar nichts anfangen. Vier gewinnt, stimmt. Das, ja. War, das ging an Berdo, aber Berdo ist ein sauberer Typ. Ich mag ihn. Krank, ja. Deswegen also. Ich warte nur auf den Tag, bis uns trifft. Liebe für Berdo. Was? Ich warte nur auf den Tag, bis uns trifft. Uns trifft es nicht. Ich gucke schon so, Bruder. Bruder, wie willst du etwas treffen, was man nicht sieht? Wir kommen, vier Bilder immer, können, von, wir vier kommen Bilder immer von hinten, Bruder. Oder die Leute können Bilder, uns nicht sehen. Diese vier Bilder können jeden treffen, Bruder. Warum hast du Anzug an, Ego? Warum hast du Anzug angesagt? Also, ihr werdet das wahrscheinlich nicht glauben, aber vorhin hat der Uzi mich angerufen und hat gesagt, ey, wir haben heute, wir müssen auf jeden Fall heute zu Sammy in Stream. Hab ich gesagt, okay, geil, lass uns so ein bisschen klamottentechnisch zusammen abstimmen. Hat er mir gesagt, ja, lass uns Anzüge anziehen. Nein! Ja, und ich bin, hab halt Anzug angezogen, der hatte aber Trainingsanzug gemeint. Ich meinte Trainingsanzug. Ja, und jetzt... Jetzt kommen wir Smoking, alle Bewerbungsgespräch. Jetzt sitzen wir halt hier. Anzug, aber Bruder, wie kommst du auf Anzug, Bruder? Bruder, wenn du mir sagst, zieh Anzug an. Bruder, was soll ich darunter verstehen? Ey, Chat, wenn wir sagen Anzug, Smoking oder Anzug, Trainingsanzug? Oder Sammy, was sagst du? Smoking Bruder, oder ich Trainingsanzug? Ich halte mich da raus, Cousin, ja. Bruder, du hast Anzug gesagt. Ey, ihr habt nicht mitbekommen, wie die davor gestritten haben, deswegen, gell? Junge, halbe Stunde lang, ja. Ich sag, komm nicht in Jeans, komm mit Anzug, dass ja, du Bescheid weißt. Weil komm ich nicht in Jeans kann. Heißt für mich, komm noch feiner als Jeans. Ich denke, wir gehen zu Sammy, ey, so gehobene Kleiderordnung hier oder so. Krank. Der ist wahnsinnig. Ey, J.U., der hat gerade alles in deine Schuhe geschoben. Er sagt, du hast Gartenschere erfunden, du hast den Spaziergänger erfunden, Cousin, du hast den vier Gewind erfunden, alles ist in deinen Schuh gewachsen. Stimmt das, J.U., Cousin? Der ist zu wild. Der ist zu wild. Bruder, das sind nicht meine Worte. Besho, mein Bruder, Dankeschön für 8 Monate. Ich küsse dein Herz. Also, Bruder, Ego hat mir gerade ein Bild gezeigt auf Handy. Immo Herbst, Fotos. Was da steht? Ja, gegen die Zeit. Warum sind wir mit Chelo und Abdi gegen die Zeit? Wir müssen das auch gucken. Ego hat mir gerade 2 Fotos gezeigt, Bruder. Mit Leuten, die stehen so an, mit Ding. Der steht, der macht Gartending sauber. Was ist damit gemeint? Die Gartenarbeit. Jo, sag doch mal was zur Gartenarbeit. Erzähl mal, J.U., Bruder. Wer ist damit gemeint? Wer ist damit gemeint, Cousin? Ich dachte, ich bin krank. Ey, euer Song kommt! Ja. Weil er wieder euch gerettet hat, der Song jetzt gerade, gell? Ja. Ey, ich hab das Video noch nicht gesehen, Chat. Ich bin maximal gespannt. Hot Life! OC, Ego! Das Joint, das ich rauch, ist das Beste vom Besten! Strecken, pressen, verpesten den Westen! Flaschen auf Tisch, nein, Flaschen auf Tisch! Meine Mucke ist alles außer massentauglich! Rennstrecke M6, Sprengsätze Semtex, M-Staff, Benz Black, Louis Vuitton, Chanclet. Baby, hypnotize me, Business mit Speed. Nicht mein Kopf, nicht mein Team. Du bist nicht Quavo oder Travis Scott. Und deine Frau ist auch nicht J-Lo oder Megan Fox. Ich trag gut, satter Mut, weil es reimt sich gut auf Tutanchamun. Der Kuba La Kups war ein guter Versuch, doch als Strafe fließt bald von deinem Newcomer Blut. Schieß ihn vor die Füße, du machst Breakdance. Breakdance, Junge, du machst Breakdance. Schieß ihn vor die Füße,
Alter. Saubere Video. Sauberes Video, echt geil, echt alles Hammer gelaufen hier. Ist auch, ja, ja, war super, 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 super leise. Hey, Ju, wen hast du uns hier wieder... Zeit, Bruder, schnell, der Quizmaster wartet. Die Gartenschere ist der nächste Auftrag. Okay. Oh mein Gott. Hey, aufpassen, Bruder, ja? Was du wolltest, ist hier. Guck mal, ich sag's, wilde Videodreh. Keine Frauen, keine Autos, nix. Ganz langweilig und schwach. Ich will Feuer, Jehennem, wo ist das hier, Gova? Der hat recht. Der hat recht. Komm. Das ist mein Stil, die pure Gewalt. Schieß dich vor die Füße, du machst Breakdance. Du machst Breakdance, Dutze, du machst Breakdance. Ich schieß dich vor die Füße, du machst Breakdance. Breakdance, Junge, du machst Breakdance. Schieß dich vor die Füße, du machst Breakdance. Du Breakdance, Dutze, du machst Breakdance. Ich schieß dich vor die Füße, du machst Breakdance. Breakdance, Junge, du machst Breakdance. Walla, geiler Song, ja? Walla, krass. Am super. Der hat Power gehabt, der Song, Dreddies, yo. Kranker Song, ja? Walla, erzählt. Bruder, das sieht viel zu teuer aus, dieser Video, Bruder. Oh, da kommt noch eine sehr harte Richtung. Nein. Das ist, glaube ich, zu kritisch. Ich glaube, jetzt in der Zukunft gibt es erstmal keine Rap-Love Recyphers. Ja, ich glaube auch, in Zukunft müssen Singles mit Coverbild kommen. Audio-Singles. Ey, ich muss das bezahlen. Und Walla, ich weiß nicht, wie viel das kostet, Chat, gell? Deswegen. Das ist hart, Bruder, ja? Mir die zurück. Cheng Kong, Netanyahu, dankeschön, mein Bruder, für den Prime-Cousin. Ich habe deinen Namen, ich kann den nicht aussprechen. Ey, aber der Song war mies laut. Wollen wir den nochmal hören auf ein bisschen leiser, Bruder? Ey, Chat, ihr müsst auf jeden Fall ein paar Kommentare da lassen. Bei Allah, die Jungs haben mich Ja, Leute, ein paar Kommentare. Bitte, Chat, dieses Video muss viral gehen. Dieser Song muss viral gehen. Welches Wort soll unter die Kommentare? Ja, und unter die Kommentare, ganz, ganz wichtig, Gartenschere. Ey, okay, jetzt, ihr müsst sagen, was ihr damit meint, Jungs. Was? Was meint ihr mit Gartenschere? Kennst du nicht diesen Tanz? Wer ist die Gartenschere? Nein, das ist ein Oder Tanz. Das ist ein Tanz. Ja. Yeah. Walla, keiner weiß, jeder Walla, ist kein Tanz. Das ist ein Tanz. Walla, ist kein Tanz. Das ist kein Tanz, Cousin. Ihr meint eine bestimmte Person. Dann weiß ich nicht, was ihr meint. Sag Walla, du weißt nicht? Ich schwöre, warum soll ich jetzt Walla auf so Masse? Du bist der Beste. Ich sag mal so, okay, wir können dir was zur Gartenschere, wir können dir einen Tipp noch geben. Wer ist die Gartenschere, Bruder? Mein Bruder jetzt. Jetzt hör auf. Oh mein Gott. Jetzt. Ja! Das reicht jetzt. Ja! Löst uns alle auf. Okay, wie? Alle auflösen? Du weißt also noch von nichts. Nein. Von der Gartenschere? Natürlich. Natürlich, wir sind doch scharf unterwegs. Guck mal, die Gartenschere müssen wir auflösen. Komm, wir muten erstmal. Warte, Und da, ey, Ego hat mir gesagt, der hat da versteckte Disses drin, ne? Aber ich habe bis jetzt noch keinen rausgehört. Ja. Yeah. War das wirklich keinen rausgehört? Na, Walla noch nicht. Okay, dann hör nochmal. Und Ego! Das ich brauche, ist das Beste vom Besten. Strecken, pressen, verpesten den Westen. Flaschen auf Tisch, nein, Flaschen auf Tisch. Meine Mucke ist alles außer Massentalk. Rauchzip, setz Static Room Arsch, weil meine Attitude nicht in einen Essig-Schub passt. Rennstrecke M6, Sprengsätze Semtex. M-Steph, Benz Black, Louis Vuitton, Chanclet. Huh. Baby, hypnotize me, Business mit Speed. Nicht mein Kopf, nicht mein Team. Du bist nicht Quellwater, Travis Scott. Und deine Frau ist auch nicht J-Lo oder Megan Fox. Ich trag gut satter Mut, weil es reimt sich gut auf Tutanchamun. Der Kubala Kubs war ein guter Versuch, doch als Strafe fließt bald von deinem Newcomer Blut. Schieß ihn vor die Füße, du machst Breakdance. Breakdance, du machst Breakdance. Korrekt, dass hier auch für Shorty Video, das ist krass. Vor die Füße, du machst Breakdance. Breakdance, Junge, du machst Breakdance. Die Dame hat übrigens eigentlich keine Breakdancerin. Die macht eigentlich nur Twerk-Videos, da hab ich gedacht, ey. Ja, wirklich. Die hat mir das gesagt, nach dem Dreh hat sie zu mir gesagt, ey, ich mache eigentlich leicht bekleidete Twerk-Videos. Ja, nur. Und das hat sie mir erst nach dem Videodreh gesagt. Da habe ich gesagt, ach du meine Güte, warum sagst du das erst jetzt? Wir hätten mich auch gerne twerken gesehen. Wir sagen so, ich sag so während Video, ich sag so, ey Ego, hast du mal den Tanz gemacht? Ach du Scheiße, ja. Ich sag während Videodreh zu ihm. Ich sag, Bruder, die tanzt nicht so wirklich Break nice, gell? Oder der Ego guckt zu und sagt, Bruder, das ist genau das, was wir brauchen. Das ist das, was wir brauchen. Und sie, Ego, kommt zusammen, so wie Luis und Deco, wie Giulio Deto.
MC, Alter. Saubere Video. Krass, sauberes ja. Sauberes Video, echt geil, echt alles krass. Hammer gelaufen hier. Oder vielleicht findet der Chat ja heraus, wo... Wie viele Disses sind drin? Wie viele Leute meinst du? 8 Leute. 8? 8 Leute wurden gedisst. Du hast noch nicht mal 8 Bars gehabt. Ja, Bruder, jetzt. Oh, verteilt über den Song. Ich gebe mal einen Tipp für den Chat. Sucht mal ganz tief in der Vergangenheit von dem einen oder anderen Gangster-Rapper von Rap La Rue, ob einer schon mal Breakdancer war. Sucht mal ganz tief in der Vergangenheit. Breakdancer? Ja. Ey, bei Allah. Sucht mal. Sorry. Breakdancer. Und warum weiß ich das auch erst jetzt? Oder was? War jemand mal Breakdancer? Krass. Ey, brutaler Song. Ist Breakdancer bei Wallah, brutaler Song. Dennis, ich lass den offen. Ja, Bruder, warum haben wir da nicht abgecheckt? Und schreib ein paar Kommentare, weil ich brauch das, Jungs. Ich bin da drauf angewiesen, ich schwöre. Ich lass das offen, bitte. Ihr müsst Kommentare spammen, wenn ihr mich lieb habt.